Hallo Leute, ich habe mal wieder ein tolles Video gesehen von RTL und möchte gerne meinen Senf dazu geben. Es geht dabei um eine Frau, eine Rentnerin, die wohl auf Teneriffa, wenn ich richtig verstanden habe, lebt, mit 600 Euro Rente. Und sie erzählt da ganz hochtrabend, sie hat eine Miete von 300 Euro oder so, 50 Euro Nebenkosten. Und ja, sie würde ganz gut über die Runden kommen, alles wäre so super. Ich frage mich wirklich, wie sie das macht. Die Sache ist die, 350 Euro. Dann hat sie 250 Euro zum Leben. Ich weiß nicht, wie sie mit 250 Euro im Monat klarkommt. Sie braucht Telefon, sie braucht Internet unter Umständen. Also das ist eine Menschenverdummung, dieses Video, und ich musste euch das ganz einfach mal erzählen, denn es ist ein hohes Risiko, mit wenig Geld auf die Kanarischen Inseln zu kommen. Zum Beispiel, ich hatte ein Duplexhaus gemietet für 600 Euro ohne Nebenkosten. Ein Nachbar, ein Kanario, zahlte für das gleiche Haus, genau das gleiche Haus, sind alles die gleichen Häuser, 430 Euro. So. Wobei ich schon mit 600 viel zu viel zahlte und eben ein kanarischer Bürger nur 430, erhöhte mein Vermieter von heute auf morgen die Miete um 150 Euro. Von heute auf morgen. Und der Nachbar, der Kanarische, der nur 430 für das gleiche Haus bezahlte, kriegte eine Erhöhung von 50 Euro. Also, jetzt seht ihr, was passieren kann. Ich hatte das Haus für 600 plus 60 Strom plus 20 Wasser und Müllabfuhr plus diese 150 wären dann 830 Euro gewesen und bei diesem Nachbarn wären es dann 430 all inklusive plus 50 sind 480 gewesen. Also ihr seht, es hängt ganz stark davon ab, was dein Vermieter für einer ist. Und es kann dir von heute auf morgen passieren. Und etwas Neues zu finden, ist gar nicht einfach. Schon gar nicht, wenn du Tiere hast, weil die meisten möchten keine Tiere haben. Ich sage euch nur, lasst euch von RTL nicht das Gehirn waschen. Ich verlinke euch das Video von RTL in der Infobox und wünsche euch noch einen schönen Abend. Adios.